Ein herzliches Willkommen zurück bei Space Haven. So. Ja, ich habe mal mein Logo nach unten links gemacht, wa? Ich vergesse das immer. An die jeweiligen Spiele anzupassen. Na gut, jetzt seht ihr auch, was oben links alles ist. So, Building Job not possible. Was ist nicht possible? Achso, ja, weil ja immer noch das hier fehlt. Aber ich habe... Ach nee, weil ich keine Ressourcen habe. Genau, das ist das, was wir machen wollen. So, wir gehen aufs andere Schiff. Wir selektieren alle. Sagen Draft. Dann sollen alle mal in ihren Späßanzug. Späßanzug? Späßsuit. Wobei, jetzt haben wir es gerade Nacht. Machen wir am nächsten Morgen. So, jetzt gehen sie eh gleich alle pennen erstmal. So, theoretisch zumindest. Ship entered. Die CNHS Jabberwock. Müsste jetzt hier in unserem... Da unten ist es. Ist friedlich. Wir können mit denen handeln. Sehen wir an dem Symbol hier. Trade allowed. Was ist das hier eigentlich? Achso, kommt's offline, ja. Wir quatschen aber auch nicht mit denen. Das lassen wir mal. So, die Namen haben sie jetzt mal aktualisiert. Dann warten wir, bis alle aufgewacht sind und bis alle was gegessen haben und mal auf dem Klo waren, wa? Was man halt so machen muss, bevor man irgendwie in den Weltraumkampf geht. Eins nach dem anderen. Wie sehen unsere Pflanzen aus? Gut sehen sie aus. Können wir wahrscheinlich bald ernten. So, dann gehen wir mal los. So, Draft. Ich weiß nicht, was ihr da macht, aber ist mir auch egal. So, jetzt aber. Space Suits an. 1, 2, 3, 4. Enter the craft, please. Machen wir ein bisschen langsamer. Und dann, das haben wir schon, docken wir ab. Und sagen, bitte hier andocken. So, jetzt müsste sich das kleine Raumschiff, genau, in Bewegung setzen. Ach, jetzt sieht er das auch nicht. Ah. So, kann sein, dass jetzt schwarz wird. Warum auch immer. Weil ich eigentlich Bildschirmaufnahme habe. So, machen wir es dahin. So, wir docken an. Ja, super. Und sagen, alle raus. So, jetzt drauf achten. Unten, wie gesagt, die Anzeige für Sauerstoff. So, wir lassen sie erstmal hier alle verteilen. Drücken wir die 1. So, hier können wir gleich was einsammeln anscheinend. Was haben wir denn hier? Oh Gott, da ist ein Gegner. Direkt getötet. So, Pickup. Ich weiß nicht, was ich hier aufnehmen kann. Also irgendwas ist hier angeblich zum Aufnehmen. Aber ich sehe gerade nicht was. Gut, dann müssen wir das ganze Schiff erkunden. Da hat jemand Sauerstoffmangel? Nein. Und alle Gegner quasi erstmal töten, damit wir das Schiff quasi als friedfertiger haben. So, ist natürlich super, dass Kralle vorausläuft. So, nehmen wir mal auf. Hier sind, glaube ich, immer Credits drin. Genau, einmal 16 Credits. Und nochmal 57, 21, 53 und New Data Log. Boah, okay. Da muss ich tatsächlich gerade lügen, wo man das einsehen kann. Die neuen Daten. So, hier sieht es auch erstmal friedlich aus. Wir gehen mal hier oben. Oh, ja, oder auch nicht. Da war doch noch ein Gegner. Da ist nix. Hier ist die Kommandozentrale. Die müssen wir später auch bauen für unser Schiff. Hier sieht's auch gut aus. Ja, da ist kein Gegner. Sauerstoff ist gut. So, dann gehen wir mal hier hinten weiter. Irgendwo müssen ja Gegner sein. Wahrscheinlich. Da ist noch ein Gegner. Auch down. Das ist noch ein Gegner. Yeah. Und wir haben das Schiff erkundet und es quasi in unsere Obhut gebracht. So.
Genau, das ist das, um springen zu können. Jetzt können wir erstmal die Draft rausnehmen. Und auch fürs Shift raus. Jetzt kommt es, oder jetzt können wir das Schiff quasi auseinanderfriemeln und die einzelnen Komponenten quasi aufteilen und auf unser Schiff transferieren. Dazu klickt man, und jetzt muss ich selber ganz kurz überlegen, wie kann ich das machen? Wir gehen mal raus, klicken mal auf das Ding und sagen Salvage. So, hier können wir erstmal alles auseinandernehmen. Select types of scrap to salvage. Probabilities are based on the type of facilities on the ship. Toggle transfer to automatic scrap transportation. Also, wir transferieren dann natürlich alles, aber wir können Soft Scrap ein bisschen rausholen. Sehr viel Infra Scrap, ein bisschen Tech, ein bisschen Energy und ganz wenig Hull Scrap. So, das aktivieren wir mal. Sagen auch mal, wir transferieren gleich mal alles auf unser Schiff, was hier sonst noch so im Lager rumliegt. Und jetzt werden wir sehen, dass erstmal alle wieder zurückfliegen. Aber unsere Leute, Build a Hyperdrive in a Bridge, das machen wir gleich, werden jetzt nach und nach wieder die kleinen Pots gehen, hier rüberkommen und das ganze Schiff auseinanderbauen. Und somit Ressourcen für uns gewinnen. Wir sehen hier das A, das füllt sich langsam, das ist ja quasi der Frachtraum von unserem kleinen Schiff. Und der wird jetzt ganz allmählich gefüllt. Und wenn es voll ist, kommt das Schiff rüber und bringt uns die, naja, erbeuteten Materialien aus dem kaputten Schiff. Sehr gut. So, jetzt sollten wir hoffentlich auch irgendwann dieses Scrap-Dings bekommen, dass wir hier, also Soft-Scrap, dass wir hier diese Soft-Blocks machen können. Und damit können wir dann auch endlich den letzten Stuhl bauen. So, erstmal hier wieder ein bisschen erweitern. So, was haben wir denn hier noch für eine Nachricht? Select and explore the relic. Achso. And open the salvage tab. Haben wir. The transfer tab can use to bring salvage and salvage. Ne? Note that your crew members are the shuttle needed to be undrafted. Genau. To salvage. Okay, gut. Können wir also löschen, weil alles das, was ich, oder was da stand, habe ich euch auch gerade erklärt. So, da kommt unser Schiff wieder. Lädt die ganzen neuen Sachen aus. Zack, 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 zack. Da ist noch ein bisschen Essen dabei. Und, okay, Stauraum haben wir noch ein bisschen. Jetzt ist gerade eh Bettruhe. Immer noch keine Softblocks. Weil wir immer noch keine Soft Scraps haben. Naja, okay. So, 0, 0, 0. Hier haben wir ein bisschen Hull-Scrap. Hull-Scrap haben wir. Das könnten wir ruhig alles umbauen, allerdings haben wir noch 25. Also alles okay. So, dann sollten wir uns mal langsam daran machen, unser Schiff sprungfertig zu bauen. Dafür brauchen wir erstmal eine Brücke. This module monitors your ship functions and calculates hyperspace trajectories. Trajectories. Also used for communication oder communicating with other spaceships needs crew members to operate. This module combined with a hyperdrive enables the spaceship to hyperjump between solar system areas. So, dann dementsprechend auch den Hyperdrive. The spaceship hyperdrive, this module combined with a bridge enables the... Ja, ja, okay, gut, das ist dann nur die Erklärung, dass wir das auch brauchen. Also, einmal eine Brücke und einmal Hyperdrive. Dementsprechend müssen wir erstmal das Schiff wieder erweitern. Wie breit ist denn eigentlich eine Brücke? Production Ship Systems. Eine Bridge. Okay, eine große oder eine kleine? Also eine kleine ist 3. Große ist 2, 4, 5. Okay, dann machen wir gleich eine große. Komm, was soll's. Den Luxus haben wir doch. Also eine 5er Brücke. Würde ich gerne von hier aus gehen. Machen wir hier so einen kleinen Dings und dann eine 5er. Also brauchen wir 7. Sind das 7? Bauen wir es so. Das ist unsere Bridge. Und dann brauchen wir noch die, den Hyperdrive. Der ist wie breit? Ich glaube 4, ne? Ja, 4 breit ist der. Sieht ein bisschen massiver aus, aber sind tatsächlich nur 4. Ja, gut.
So. Wir brauchen gleich zwei. Weil ich weiß, dass wir welche brauchen später. Ach so, nee, das ist Quark. Remove Hall. Nee, das war Quatsch. Cancel Hall. Und wird auch. So, ist das jetzt vier? Das ist drei breit, ne? Ja. Das ist ein bisschen unübersichtlich, muss ich sagen, hier. So, das müsste jetzt aber passen, glaube ich. So, dann volle Lotte voraus. Da vorne wird neu gebaut. Das ist super. So, da wird... Okay. Nix gerade gemacht. Was ist denn mit unserem Schiff eigentlich los? Bisschen aufgeregt hier. Ah, okay. Barney Humbles geht mir rüber. Ja, einer baut, der andere baut drüben ab. Hier machen wir, glaube ich, gerade unsere erste Nahrung. Was wir aber auch nochmal bauen werden, ist ein zweites Lager. Eine zweite Lagereinheit. Wahrscheinlich unter Storage, wa? Das kann aufnehmen, ich glaube 250 und die Small, weiß ich nicht. Wir wollen auch gleich ein großes. So, das drehen wir auch so, dass wir hier... Und ein kleines. Wir wollen zwei kleine, so. Also die, oh, sehr gut. Die Dinger stehen sogar alle schon. So, für die Brücke brauchen wir Life Support. Einmal eine Wärmeeinheit. Die können wir aber auch hier reinsetzen. Beides Quatsch. Einmal hier Wärme. Und ich hätte gerne einmal Licht. Wobei ich nicht weiß, ob Licht nicht sowieso schon... Ne, Energie brauchen wir auf jeden Fall. So. Licht bauen wir uns nichtsdestotrotz auch. Und zwar... Nein, da nicht. Hier bauen wir uns zweimal Licht hin. So, weil hier, seht ihr schon, ist es wieder arschkalt. Okay, uns fehlen Softblocks und Infrablocks. So, Infrablock. Bauen wir uns mal 10. Und Soft machen wir uns auch nochmal 10. Die ersten 10 noch. Hä? Okay. Ah, gut. Wir müssen halt das Raumschiff drüben noch abbauen, ne? Da war auch noch einiges, was wir noch nicht abgebaut haben. So, das ist die Brücke. Da ist der Hypers-Antrieb. Was ist das hier eigentlich? Man kann es ja nicht anklicken, um zu gucken, was das für Sachen sind, die da drüben entstanden sind. Aber gut, wir haben ja eh noch ein kleines bisschen Zeit. So. Da haben wir schon mal Energie, das ist super. Dann haben wir auch zweimal Licht. Nein, oh, nicht ernsthaft, wirklich. Dann dismanteln wir das gleich wieder. Obwohl, dismanteln nicht. Wir moven das einfach mal hier hin. Dann haben wir nur da hinten einmal Licht. Wir hätten uns auch hier die Lampen hinbauen können. Die Stehlampen. Aber es wäre, glaube ich, kein Unterschied, oder? Hätten wir da Energie. Nee. Die Dinger haben echt einen kleinen Radius nur. Kann ich das Ding eigentlich erweitern? Also der braucht die Teile. Davon haben wir noch 30. Also daran scheitert es jetzt nicht. So, hier fehlt es noch an den Teilen. Und an den Softblocks. Haben wir denn jetzt endlich mal...
Okay, einmal Infra-Scrap haben wir schon hergestellt. Warum switchen die Dinger hier mal hoch und runter? So, was kann ich hier lagern? 50, 50 und hier sind es 250. Also die kleinen Dinger sind wirklich nur für Notfall. Okay, wie sieht's aus? Haben wir noch was hier drüben in dem Schiff? Transfer, okay. Kommt alles rüber. Okay, 5-mal Soft Scrap haben wir hier noch rumliegen. Also müssen wir aber irgendwann mal abholen. So, essenstechnisch, ja, ja. Was haben wir überhaupt an Essen? 27 Space Food, okay. Human Meat? What? Meat from a human? Ist einer gestorben? Oh, auch nicht schön. So, was wir auf jeden Fall auch nochmal bauen sollten, ist ein... also erstmal zur Unterhaltung würde ich sagen, bauen wir mal eine Jukebox. Und vielleicht so eine kleine Arcade-Maschine. Also Jukebox bauen wir mal hier hinten rein. Obwohl, dann hätte ich darauf wieder keinen Zugriff. Was ist denn hier eigentlich das Problem? Achso, hier fehlt immer noch das eine Zeug. Ah, wo ist es denn? Also, die Arcade-Maschine bauen wir mal hier hin. Und eine Jukebox kommt hier in die Ecke. So, dann haben wir ein bisschen Unterhaltung. Ich wollte aber eigentlich bauen ein Medizinbett. Also hier so eine Krankenstation. Die würde ich allerdings ungerne hier reinbauen. Obwohl eigentlich... Ich kann ja die Betten später noch umsetzen. Bauen wir hier erstmal eine Medizinstation rein. So, dafür brauchen wir auch wieder diese wunderschönen Softblocks und Infrablocks. Die wir hoffentlich jetzt hier irgendwann mal herstellen. Naja, ein bisschen geht's voran. Okay. So, da fehlt's immer noch an Material. Wir haben noch nicht viel gebaut hier in unserem neuen Teil. Muss da auch immer einer quasi Handwerk, also selber dran stehen? Oxygen active. Oxygen. Gas scrubber. Life support. CO2 producer. Heißt das im Englischen auch CO2, ja? Na gut, die Verbindung ist ja die gleiche. Also da ändert sich ja nichts dran. So, die Leute sind immer noch einsam. Also sie müssen ja eigentlich miteinander nur reden. Also daran sollte es nicht mangeln. So, da fehlt noch ein bisschen Energie. Die Leute beschweren sich auch, dass hier kein Licht ist. Aber ganz ehrlich, ich würde ungern neben einer Schlampe laufen. Ja. Neben der Lampe schlafen wollen. Also jetzt aus meiner Warte. Aber die... Oh Gott, ist hier kalt? 36 Grad, nee, das ist heiß. 19 Grad. Okay, hier wird extrem viel Wärme produziert bei dem Ding. Das hier produziert, glaube ich, auch Wärme. So, hier sind es angenehme 19 Grad, das ist super. So, der vierte Stuhl ist endlich mal fertig. Da wird neues Zeug produziert. Dylan. Schiff haben wir auch noch nicht abgearbeitet. Obwohl, eigentlich müsste es fertig sein. Also, laut meiner Anzeige ist auf dem Schiff nichts mehr, was ich abbauen könnte. Crew haben wir nicht. Settings. Also, eigentlich müsste es durch sein. Was ist das hier? Expedited. Achso, okay, nee. Also eigentlich müsste es mal durch sein. Dann würde ich sagen, na gut, wir müssen ja eh noch die ganzen Sachen erstmal bauen. Und was natürlich noch fehlt, sind die Antriebe der Hyperdrive.
die das so super gebaut hat, dass ich hier gar nicht setzen kann. Okay, ich muss noch zwei nach hinten gehen. Wir gehen gleich drei nach hinten, vorsichtshalber. So, ach ja, das muss ich übrigens auch umsetzen. Hallo. Mal bitte eins nach, oder zwei nach rechts. Ja, ist richtig. Damit die Wand da weg kann. Eins, zwei, drei, vier. Nein, ich habe eins zu breit gebaut. Zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Nee, ist alles gut. Alright. So, ihr seid noch am Pennen, wa? Okay. So, das bitte einmal nur umbauen. Hier. Ah, wir scratten gleich nochmal ein paar mehr. Okay, wir produzieren, wenn es weniger als 10 sind. Genauso mit dem Soft Scrap, Hull Scrap und Tech Scrap. Wenn ich die Sachen hier rausnehmen. Also immer wenn wir 10 oder weniger als 10 von den Ressourcen haben, werden die automatisch hergestellt. So, die Tools werden anscheinend immer gemacht. So, das dismanteln wir mal kurz. Und bauen hier eine neue Dings rein. Nein, keine Hülle, sondern eine Wall. So. Und dann zwei Türen rein. Was ist der Unterschied zwischen denen? I don't know. Okay, so. Das müssen wir erstmal wieder neu linken. So, damit haben wir da Energie. Dann müssen wir jetzt noch die Systeme machen. Also. Hyperdrive. Nummer 1 und Nummer 2. Ich hoffe, dass wir die schon mit Energie versorgt haben. Puh, mal gucken. So, da fehlt's. Fire, oh Gott, es brennt. Irgendwo brennt's. Okay, irgendwo hat's gebrannt hier auf der HSS Yorgos. Ich weiß aber gerade leider nicht wo. Unsere Küche hat anscheinend gebrannt. Auf jeden Fall muss sie repariert werden. Hier, Repair. Gott. Unsere Küche hat gebrannt. Wollt ihr wirklich Licht haben? Also das ist ein bisschen suspekt, dass ihr hier wirklich Licht haben wollt. Aber gut. Ihr wollt Licht, ihr kriegt Licht. So, ich brauche überall Softblocks. So, ich glaube, es müsste auf Repair sein. Ja, müsste eigentlich funktionieren jetzt. So, jetzt haben sie da auch Licht. So, Ressourcen fehlen. Und zwar an der Küche. Okay. Gut, die ist wieder repariert. Irgendwas ist nicht am Power Grid. Das ist nicht am Power Grid? Why not? Dann kommst du wieder hier hin. Muss ich zwar wieder umbauen, aber immerhin haben wir dann auch beide Sachen versorgt mit Energie. So. Okay, gut. So, jetzt passt's wieder. Was brauchen wir denn noch? Wir brauchen noch Softblocks, Softblocks, Softblocks und Softblocks. Ich glaube, wir brauchen Softblocks. Okay, oh, wir haben keine Dings mehr. Wir haben kein Soft Scrap. Das ist ja ultra scheiße. Jetzt komme ich ja noch nicht mehr raus. Oh! Gott, wie komme ich jetzt da wieder raus aus der Problematik?
Muss mal, wir reißen mal eins ab. Ich hoffe, dass wir dann genug Softblocks haben, um immer einen Antrieb herzustellen. Haben wir wirklich keinen Softblock mehr? Oh, holy shit, Alter. Also wenn ich das dismantle, kriege ich dann wieder Softblocks raus. Muss man ein paar Softblocks jetzt erstmal herstellen. Damit ich zumindest die Brücke und das Triebwerk hinbekomme. Ja, High Priority, genauso wie das hier. Wenn ich muss ich auch nochmal einen Stuhl entfernen. Das ist ja bitter. Naja gut, gucken wir mal, ne? Ob wir es hinkriegen. So, bitte aufstehen, danke. Ihr habt Zeit, da hören sie ein bisschen Radio. Ein paar Daddeln auch. Yes. Naja gut, immerhin ein für die Brücke. Scheiße, ich muss noch einen Stuhl dismanteln. So, Brücke können wir mal immerhin bauen. Oh, bitte lass da ein Softblock drin sein. Ja, oh. Holy shit, Alter. Okay, wir haben es doch noch geschafft, alles zu bauen. Damit wir hier rauskommen. Eieiei. Okay. So, jetzt seht ihr nämlich... Prepare for Interstellar Travel. Das machen wir in der nächsten Folge. Wir haben immer noch zu wenig Gewicht. Also, oder wir sind zu schwer für dieses Triebwerk. Meiner Meinung nach müssten wir noch ein zweites bauen. Aber ich glaube, es klappt aktuell trotzdem noch, dass wir wegkommen. Das machen wir, wie gesagt, in der nächsten Folge von Space Haven. Und dann gucken wir mal, was uns im neuen System so alles erwartet. Bis dahin, herzlichen Dank, haut rein, ciao und tschüss.